massieren. Noch einen Panzer bauen. Das ist kein Panzer. Das ist ein BMT, du Pfosten. Mann, was baut der wieder? Soll sie auf das hören, was ich klicke, sondern das, was ich sag. Not an die Radarstellung. An die Luftab... An die Radarstellung. Ziel erreicht. So, und ich darf mir jetzt zum dritten Mal das Video anschauen, der Frames irgendwie down abstürzen will. Ja, den Bradley-Panzerbrechenden Raketen haben wir gar nicht. Und es ist völlig sinnlos, dass da ein solches Männchen rausläuft, aber egal. Ja, die nächste Mission habe ich auch schon gespielt gehabt. Beim ersten Mal, dann ist es abgestürzt, hat Hackfleisch aus Dateien gemacht, aus meinen Videodateien oder unlesbare Dateien. Ja, dann muss ich es nochmal anschauen. Es ist unterwegs ein Video abgestürzt und ich hatte gar kein Video. Toll, jetzt schaue ich mir das dritte Mal den Scheiß an. Ja, Mission 11. Mission 12. Ich wäre jetzt schon Mission 13, verdammt. Ihr Rassisten, ihr Elendigen. Ja, komm. Kenne ich doch schon. Schon gesehen. Ja, Not macht gigantische Fortschritte. Wir werden es wohl nicht mehr aufhalten können. Und wir greifen rechts an. Bulgarien. Schon wieder. Yay. Und wir griffen Bulgarien an. Schon wieder. Bevölkerung 8.868.000. Geografische Region 114.901 Quadratkilometer. Hauptstadt Sofia. Und ich weiß immer noch nicht, ob zwischen der F und der I Leerzeichen ist. Egal. Regierungsform Republik. Bruttosozialprodukt 47,3 Milliarden Dollar. Yeah. Kriegsgebiet Sofia, wie auch immer. Ach. Militärkräfte Nationalgarde. Ja, wir haben keine Schlappen, TDI durchgeführte Nachforschungen ergaben die folgenden Zahlen für Krankheitsfälle im Zusammenhang mit Tiberium. Atemwegserkrankungen. Ja. Also wegen Asthma-Spray nehmen, geht das schon. Genetische Erkrankungen. Ach. Zwei Köpfe sind auch nicht schlecht. Was wollt ihr denn überhaupt? Immunsystemversagen. Das Immunsystem wird eh völlig überschätzt. Ailments. Todesfälle durch Tiberium-Kontakt. Durch Tiberium infizierte Bäume setzen Sporen frei, die offenbar den Krankheitsüberträger darstellen. Die Wissenschaftler der ganzen Welt konzentrieren ihre Forschungen auf diese tödlichen Sporen. Tiberium ist eine neue Lebensform. Ganz vereinfacht ausgedrückt passt es offenbar Bodenbeschaffenheit, Fauna und Umwelt der Erde seinen außerirdischen Überlebenserfordernissen an. Wenn das wirklich der Fall ist, meine Damen und Herren, sehen wir uns hier einem Killer gegenüber, der tödlicher ist als unsere schlimmsten Albträume. Sperr mich da einmal. Ich darf ohne Übertreibung behaupten, dass dann die Zukunft unseres gesamten Planeten auf dem Spiel steht. Möge Gott der Allmächtige uns gnädig sein. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, Kommander, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Unglaublich. Kane hat rausgefunden, wo Möbius steckt, und er greift mit allem an, was Treibstoff hat. Sie müssen eine Truppe zusammenstellen. Möbius einsammeln und ihn zu den Rettungshubschraubern schaffen. Möbius ist verrückt, aber auch der Schlüssel zu diesem Tiberium-Rätsel. Viel Glück. Ich bin nur von Verrückten umgeben. So, nu aber nochmal die Mission. Und wir sichern gleich mal, sicherheitshalber. Ja, gespeichert weiter geht's. Komm, gib uns unsere Basis. Reparieren. Wir reparieren erstmal alles. Und ich glaube, diesmal werde ich meine Taktik wegen ändern, damit das Ganze wegen schneller geht und so. Und so, ne? Und wir kriegen das Lieblingsspielzeug von mir, mein Mammutpanzer. Ah, schön. Und kann man die Mission direkt gleich gewinnen? Also. Jetzt, nein, kommt viel zu früh, als dass man da wirklich was unternehmen könnte dagegen. Ja, der ist jetzt gleich tot. Und ich kann Ingenieure bauen. Ich glaube, ich werde es diesmal mit einem Ingenieur versuchen. Also bauen wir auch mal. Bauen wir den Ingenieur? Bauen wir einen. Kennst du einen? Kennst du alle? Keine Ahnung. So ein dummes Geschmasch, oder?
Was? Habe ich da nicht noch mehr Panzer bekommen beim letzten Mal? Ich könnte schwören, ich hätte mehr Panzer bekommen beim letzten Mal. 2 oder 3 Stück oder was beim letzten Mal bekommen, oder? Geiles Lied. Wir bauen mal mehr. Ich habe ja gespeichert. Ja, wenn die Strategie nämlich fehlschlägt, werde ich wohl laden müssen, weil die Mission wohl sonst nahezu unschaffbar ist. Wir schauen mal, ob es so funktioniert. Mach mal Platz. Jag das Ding mal hoch. Ich könnte schwören, ich hätte noch 2 Panzer bekommen. Ja, die gibt's nur beim ersten Mal, wenn die Mission startet. Beim zweiten Mal kriegst du viel weniger. Ja, ich glaub's gleich. Also, wir brauchen 2 Dinge. Wie? Das ist doch schon das zweite. Wie können die 2 auf einmal schicken? Das kann ich auch nicht. Wie unfair ist das denn? Oh Gott, geil. Hallo, lad halt aus. Aber du kannst ja nicht ausladen, lad da aus. Oh, boah, steh wieder auf, steh wieder auf. Hat doch ganz gut funktioniert im Prinzip. Doch, ja. Ich sehe schon mal gut was und. Aber sie haben immer noch. Egal. Du bist 2. Ihr seid 3. Gut. Was ich jetzt nicht mehr brauche, ist die Kaserne. Tschüss. So. Und ein Kraftwerk konnte ich glaube ich auch noch verkaufen. Ja, sehr schön. Ja, jetzt bauen wir es gleich wieder nach, ne? Egal. Oh Gott, nein, jetzt haben sie 2 Sammler, ne? Lalala. Ich baue noch ein paar Ingenieure. Das geht noch besser. Das geht deutlich besser. So, nein, ich kann noch nichts verkaufen. Warum habe ich die gleich voll besetzt? Bin ich bescheuert? Gute Frage. Auf die ich keine Antwort will. Mal schauen, ob wir das nochmal so gut hinbekommen. Ich will den Bauhof haben, das wär's. Den Bauhof und das Flugfeld am besten. Einen können wir noch bauen. Dann habe ich nicht gleich voll einen Jeep gebaut. So, hopp, nimm das Ding ein. Ach, nimm das Ding ein, ja. Los, Panzer, nimm das Ding mit euren gigantischen Kanonen ein, ne? Warum kann man keine Verteidigungsgebäude einnehmen? Das wüsste ich auch gern mal. Das wäre cool, finde ich. So, machen wir das Ganze nochmal. Und diesmal gescheit. Ja, ich darf das. Ich darf laden und so, weil ich habe die Mission schon mal gespielt. Und zwar auf anderen Wege. Da habe ich dann erst alles erkundet und platt gemacht und dann habe ich da oben das Geld eingesammelt, das hier oben ist, und dann habe ich da hinten Raketenwerfer benutzt, um die Kraftwerke zu erschießen und damit die Flarakak-Stellungen kaputt zu machen. Ach, Blödsinn, die Obelisken Strom abzuschneiden, meine ich. Und ja, ich habe total mutig gekämpft und so und voll taktisch und ich habe keinen Bock mehr, das jetzt nochmal zu machen, weil es dauert 10-mal so lang. So, wir müssen hier rein. Lad mal einen aus. Nicht alle! Thank you.
Geht's weiter. Wirfst du den Feind Bude hingegen? Schaffst du es bis zum Bauhof? Nein. Scheiße! Trotzdem schöner Angriff. So, das können wir jetzt verkaufen. Die haben einen Turm platt gemacht, sehe ich gerade. Toll. Gut aufgepasst. Sehr gut aufgepasst, ja. Ach, fahr mal über die Brücke. Oh Gott, die Dinger sind zu schnell für meinen Panzer. Doch, den Turm verkaufen wir auch noch. Den brauche ich nicht. Gott, ich sollte vorsichtig sein, was ich jetzt sage. Und den hier. Ob ich das schaffe? Gott, ich glaube, ich muss die Mission gleich nochmal neu starten, weil ich sie völlig verpusht habe. Aber wenn ich mich jetzt beeile, haben sie vielleicht noch keinen Strom mehr. Haben sie noch keinen Strom? Da ist, glaube ich, noch ein Kraftwerk irgendwo, aber das sollte nicht ausreichen. Macht man das da Platz so lang? Ja, wenn ich Glück habe, sind die Obelisken noch ohne Strom. Aber auch nur, wenn ich Glück habe. Also wahrscheinlich schon mal gar nicht. Ach, ihr Idioten, ihr seltenen Dämlichen. So wird es natürlich nichts. Also da oben liegt Geld und so, habe ich festgestellt. Oh, wo ist denn mein Mammutpanzer? Oh, die Dinger sind so... Du Idiot, fahr da rüber. Komm, bauen gleich die Kraftwerke wieder auf hier, voll Pushis. Was kann ich noch verkaufen? Nein, jetzt habe ich zu wenig, geil. Jetzt habe ich wieder genug Strom. Jetzt dauert die Stromproduktion. Die Stromproduktion, was laber ich schon wieder für Mist? Nee, ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich muss das ruhiger angehen. Greifen wir das dann nicht wirklich an. Nee, ich glaube, wenn ich so mache. Ist der Obelisk ohne Strom? Und dann könnte es sogar doch funktionieren. Fahrt mal einfach da durch. Überfahr die doch einfach. Fahrt sie alle tot. Für die Artillerie. Es könnte was werden. Jawohl. Wenn ich die da tot kriege, könnte es was werden. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Oh Gott, tötet sie halt! Jetzt tötet sie. Hallo, die da töten. Die da, nicht da unten irgendwo hinschießen in die Pampa. Da ist schon wieder einer da. Okay, jetzt reicht's aber, fahr den tot. Wir müssen den Bauhof killen. Ihr habt doch eh nichts zu tun, oder? Also, rückt mal vor. Aha, ich liebe die Raketen vom Mammutpanzer. Gegen Infanterie sind die richtig böse. Komm, Bock, jetzt wieder ewig so lang zu spielen. Warum benutzt du nicht deine Raketen? Selbst damit trifft er schon nichts mehr. Oh Gott, ich hab Möbius mitgeschickt. Oh. Ne, jetzt benutzt du wieder Raketen. Ja, jetzt wieder nicht mehr. Boah, jetzt, Alter, das ist ein Infanterist, sein Dummer.